gestern Nachmittag die gesicherten Pisten verlassen haben und sich im Gelände verirrt haben. Die drei Skifahrer konnten zum Glück unverletzt gefunden und ins Tal begleitet werden. Oder ein 17-jähriger Bursche, der vor etwa einer Stunde stark unterkühlt am Hauser Kaibling gefunden wurde, weil er nach... Mitternacht noch in ein Lokal gehen wollte und im Schnee stecken geblieben ist. Riskant war auch ein Einsatz in Wildalpen. Hier wollten 12 Urlauber den Ort trotz Straßensperre verlassen. Sie waren mit ihren 3 Fahrzeugen unterwegs, als eine Lawine die Straße versperrte und die Fahrzeuge zum Teil verschüttete. Die Urlauber und ihre 3 Autos mussten mit schwerem Gerät aus den Schneemassen befreit werden, bevor sie ihre Fahrt fortsetzen konnten. Die Lawinengefahr bleibt in weiten Teilen Österreichs durch die Schneemassen auch heute weiter akut. Und 1700 Menschen sind vor allem in der Obersteiermark durch Straßensperren von der Außenwelt abgeschnitten. In St. Johann am Tauern mussten noch 14 Häuser evakuiert werden. Und in einer halben Stunde muss auch die Tauernautobahn bei Flachau wegen einer Lawinensprengung gänzlich gesperrt werden. Wie lange es dauern wird, dann gleich anschließend im Ö3-Verkehrsservice. Bei Bayern München sorgt im Moment weniger der Fußball, sondern ein Abendessen. Ich kriege normal wohl außerhalb angelaufen, bis auf den Lang ist. Als war seinem Bayern-Kollegen Franck Ribéry in einem Münchner Nobellokal ein vergoldetes Steak um 1200 Euro serviert, was einen Shitstorm ausgelöst hat. Da ist ein toller Tag wieder laufen auf. Der Ö3-Verkehrsservice wird präsentiert von Snowspace Salzburg.
Willkommen zum Ski-Weltcup Damen-Nachtslalom am kommenden Dienstag in Flachau. Hier ist der 3. Guten Morgen, Martina. 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 Guten Morgen. Guten Morgen, Martina. Guten Morgen am Sonntag. Wollt uns die Damen in Österreich bei uns besuchen, um wieder halbwegs vorne zu fahren. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und viel Kraft für Schneeschaffen. Yeah.
vergessen, dass die ganzen Weihnachtsfeiertage rein vegetarisch. Würde schon leicht, wenn wir umlegen hätten. Hallo, Zigeuner. Thank you.
Ja, das feine diffuse Licht, wo du überhaupt nichts siehst. Dazugekommen ist in Vorarlberg die L200, die ist jetzt gesperrt zwischen Schopperner und Wart. Weiterhin auch gesperrt die B320, die Enztalstraße zwischen Essbach und Trautenfels oder auch die Salzkammergutstraße, die B145 zwischen Mitterweißenbach und Ebensee oder auch die B311, die Pinzgauer Straße zwischen Saalfelden und Weißbach. Die komplette Liste finden Sie online auf ol3.orf.at. Und die Lawinengefahr bleibt weiter aufrecht. Das heißt, einige Sperren können uns auch nächste Woche erhalten bleiben, Katrin Gladstätter. Ja. Zum einen schneit es nämlich heute noch ein paar Zentimeter dazu und zum anderen bringt auch die neue Woche für die bereits verschneiten Regionen immer wieder etwas Neues. Also vor allem für Vorarlberg, Nordtirol, Salzburg, die Obersteiermark, das Bergland, Ober- und Niederösterreich. Weiterhin kein Schnee oder leichte Schauer sind für den Süden Österreichs in Sicht und heute sind es auch im Osten nur einzelne Schauer dazwischen. Auch Sonne. Es bleibt aber windig und es hat meist minus 1 bis plus 5 Grad, im Süden sogar stellenweise bis zu 10 Grad. Kälter wird es ab morgen. Weiter zu Jürgen Fabian. Budgetblockade wegen Präsident Trumps geplanter Mexiko-Mauer keinen Ausweg, weil Trump bei der 5 Milliarden Dollar teuren, tausende Kilometer langen Grenzmauer nicht nachgibt, ist heute Nacht auch der nächste Vermittlungsversuch im Kongress gescheitert. Damit bleiben die Bundesbehörden auch nach den Weihnachtsferien jetzt bereits die dritte Woche geschlossen und tausende Beamte im Zwangsurlaub. Das betrifft die Ämter und Behörden, auch die Nationalparks und sie in der Schlachtzeit. Es ist 8:32 Uhr.
Hast du ihn schon wieder hingemacht? Noch nix. Ja, magst du wohl? Dann Winkler. Ja, wie du willst. Und die Nasen vor, schau gleich, ja. Ding ist ja schon gewesen, oder? Tempelbach, Seeling. Ja, ja. Kölbleberg, dann der Palagabio, na, die einfach, ja. Sind wir ein bisschen gestern nicht gewesen, oder? Ja. Leberg halt und da. Na, meine Autos sehen, stehen bei Alba hinterwärts. Sie sind in Alba Richtung Egon nimmer. Passt, sehr, sehr gut. Halt. Wegen Straßensperren wird sich die Milchabholzeit heute erheblich verzögern. Aha. Ja, wegen mir halt ich. Thank you.
du. Thank you.
rein. Ich schläfe dich da. No.